Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Ach, ich sage immer Code Veronica, verdammt nochmal, es ist Resident Evil Zero. Ich weiß nicht, warum ich immer Code Veronica... Egal. Es liegt wohl daran, weil ich noch im Urlaubsmodus bin hier. Und genau, wir waren beim letzten Mal weiter in der Aufbereitungsanlage unterwegs, haben das Gebiet weiter erkundet, haben Industriewasser gefunden und eine blaue Chemikalie und können jetzt hier raus. Und wieder in alte, altbekannte Bereiche gehen und wieder uns mit Billy zusammenfinden. Ich hoffe, dass wir da unbeschadet hinkommen jetzt. Weil hier war ja eine Tür. Da waren wir noch gar nicht drin scheinbar. Oder? Das müsste doch jetzt eigentlich bekannt sein, oder? Was ist das denn hier? Das ist bekanntes Gebiet, ja. Da hinten ist Billy. Igel, okay. Wenn es nur Igel sind, alles gut. Okay, aber der Bereich sagt mir eigentlich gar nichts. Angeblich waren wir schon mal hier. Aber ich glaube, wir sind in der Nähe von... Oder? Nee. Hä? Ach, da rechts ist... Ah, okay. Aber tatsächlich, wir sind in der Nähe... Hier war dieses Rätsel, wofür ich eine Stunde gebraucht habe. Wir sind in der Nähe von unserem Granatenwerfer und ich würde vorschlagen, den nehme ich jetzt mit. Den nehme ich jetzt mit und gebe den in den Speicherraum oder so. Und unsere Magnum-Muni ist hier noch. Ich fürchte, wir haben keinen Platz mehr. Ne? Das ist das Doofe, wir haben keinen Platz mehr. Billy hat noch einen Platz. Ach, ich will den Granatenwerfer mitnehmen. Lass die Magnum hier liegen. Ah, ich brauche noch einen Platz, ne? Mist. Dann leg das ab, bitte. Ich brauche unbedingt unseren Granatenwerfer, weil falls irgendwas Böses kommt. Hat das Ding noch Muni? Nö. Natürlich nicht. Ablegen. So. Dann machen wir das erstmal so. Nehmen diese Säuregranaten hier mit. Das waren die Napalm. Ne, die Napalmgranaten spare ich mir tatsächlich erstmal nochmal auf. Weil ich möchte erstmal die Säuregranaten verschießen, weil die sind effektiver gegen diese Käfer, glaube ich. Falls die nochmal kommen sollten. Gut, aber den einen haben wir ja ganz gut hinbekommen beim letzten Mal mit der normalen Pistole. Hat einfach 10 Schuss gebraucht. Indem wir uns einfach in die Ecke verschanzt haben. So. Und wir können wieder zu Billy. Frage ist, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da jetzt am besten hin zu Billy? Treppe hoch, ne? Ja, wobei, ne, Billy ist ja rechts. Ach, okay. Das heißt, wir müssen gleich nochmal zu Billy wechseln. Dann machen wir das erstmal. Kommt. Ich möchte uns bitte erstmal wieder zusammenschließen. Und dann wieder gemeinsam rumlaufen. Weil, ja, ist einfach sicherer, ne? So, die war ja abgeschlossen, die Tür, als wir da dieses halbe Stunden lange oder eine Stunde lange Rätsel da gemacht haben. Mit der Kiste. Und, genau. Und hier durch diesen... durch diesen veregelten Gang. Durch diesen ekeligen Gang. Kommen wir jetzt wieder zu Billy. Genau. Und dann können wir da weitermachen. Und ja, liebe Freunde. Dann freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Resident Evil Zero. Wie wir Schritt für Schritt, denke ich mal, aufs Finale zusteuern. Ich glaube, diese Aufbereitungsanlage könnte schon das letzte Gebiet sein. Ich weiß es zwar nicht, aber es kommt mir irgendwie so vor. So, und hier dann die Treppe. Genau, hier unten waren wir doch. Waren wir hier unten schon? Nee, hier unten waren wir noch gar nicht, ne? Da bin ich direkt wieder hochgegangen beim letzten Mal. Stimmt. Dann gucken wir uns doch hier nochmal um. Oh, guckt mal da oben. Ah, und wir brauchen jetzt den Greifhaken, oder was?
Eine Art Insekt, das in bioorganischer Flüssigkeit aufbewahrt wird. Igitt, das sind die Spinnen, ne? Die Kapsel wurde zerstört, da ist nichts mehr drin, ja. Das sind die Spinnen, Freunde, ich glaub's nicht. Ja. Ist die jetzt immer noch zu, oder? Die ist abgeschlossen. Okay. Das heißt, Billy, wir machen jetzt erstmal mit dir weiter. Das heißt, du musst hier wieder raus. Einmal komplett raus, bitte, hier. Wo ist die Tür? Und ich rede jetzt die ganze Zeit so, weil mir das Spaß macht. Nein, keine Sorge. Alles okay. Ja, ich bin heute gut drauf. Einfach, weil wir hier, weil ich noch entspannt bin vom Urlaub. Und weil wir hier so schnell vorankommen, sag ich mal. Außer natürlich, wenn wir jetzt in die falsche Richtung laufen. Naja, wobei, nee, jetzt können wir ja hier rüber. Genau, wir können hier rüber. Und dann uns wieder mit Rebecca zusammenfinden. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, Freunde. Oh Gott! Oh, was war das denn? Alter! Was ist das denn für ein... Hey! Ekeliger Frosch hier! Oh Gott! Hab ich mich erschrocken! Ah, was war das denn? Kommt auf einmal ein Frosch rausgesprungen, ey. Oh mein Gott. Oh, und hier läuft eine Turbine. Aber hey, wir sind wieder zusammen. Oder was? Der Besatz bewegt sich unglaublich schnell. Könnte das eine Art Motor sein? Ja, nackter Zombie. Der beschützt da die Shotgun-Body. So, da ist noch der nächste Nackte. Den Nackten, ey. Komm, immer, versuchen es immer wieder, ne? Mit ihrem FKK-Style. Aber nun gut. So, der andere lebt auch noch. So. Weg mit dem. Der lebt immer noch. Was war das denn? Liegen bleiben. So. Sehr schön. Die Gewehrmunition, die von Blut gecovert ist. Hä? Wo ist Rebecca? Ah, die steht draußen. Ah, okay. Die steht noch hier vor. Boah, diese Turbine ist ganz schön schnell, muss man sagen. Na, guck mal, da liegt noch Muni. Pistolen-Muni, sehr schön. Und wir können die Tür wieder aufgeschlossen. Wir können wieder zu Rebecca gehen. So, und dann noch einmal wieder neu ordnen das Ganze. Hi, Rebecca. Okay. Alles klar. Gut, dann gucken wir doch mal. Wir haben hier Munition. Das hier können wir kombinieren. Dann mal Rebecca geben. Austauschen. Ja, erstmal damit. Und einmal Rebecca bitte. Das nachladen. Da haben wir nämlich wieder einen Platz frei. Austauschen. Und du kannst bitte die Shotgun-Body mitnehmen, oder? Ja, denke. Und dann gehen wir wieder mit Billy und raus hier. Beziehungsweise rein hier. Und die Tür wieder zumachen. Steht da dran. So. Okay. Bleib bitte hier. Wir gehen erstmal alleine hier rein. Ich weiß ja nicht, was hier kommt, ne? Ach, falsche Tür. Falsche Tür, verdammt nochmal. Ja, wobei, ich bräuchte vielleicht mit Billy nochmal eine größere Waffe. Ne? Rebecca hat jetzt beide Waffen. Oder nee, Rebecca hat nur den Granatwerfer. Stimmt, die Magnum liegt ja oben. Und warum haben wir das so? Wartet mal, austauschen. Damit. So muss das sein. Genau. Okay. Können wir hier nirgendwo weiter? Doch, da unten. Alles klar. Ich hoffe, dass wir hier reinkommen. Und nicht wieder von der anderen Seite. Verdammt. Verschlossen. Was ist das denn da? Ach, guck mal. Da ist gerade unsere neu gekaufte Kuckucksuhr angegangen.
Okay, da ist ein Magnetkartenlesegerät. Was haben wir denn? Wir haben doch keine Magnetkarte hier. Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wo wir hier hin müssen. Oder müssen wir jetzt... Och, nein. Müssen wir jetzt ernsthaft... Na toll. Wir brauchen jetzt den Greifhaken, oder was? Um da an die Batterie dran zu kommen. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Herr Becker, komm bitte mit. Das ist doch jetzt echt nicht euer Ernst. Wir müssen den Greifhaken mitnehmen. Um da an die Batterie zu kommen. Ach, Leute. Da, hier oben. Oben auf dem Regal steht etwas. Ah, Rebecca hochheben. Ja, dann, Rebecca, du kannst da dran. Geht natürlich auch. Och, können wir nicht tragen. Ach, ihr seid ja wohl... Warum nicht austauschen? Das Kraut. So. Da, nehmt die Batterie. Beziehungsweise die Hülle der Batterie. So. So. Leere Batterie, genau. So, und wir müssen das doch jetzt hier irgendwie... Ach! Wow, wow, wow. Käferattacke. Unangenehm. Unangenehm. So, dann... Der eine ist kaputt. Kommt der nächste Käfer. Den haben wir mit einem Shotgun-Schuss weggekriegt. Okay, ah, danke. Alles klar. So, aber wir müssen doch jetzt irgendwas... Wartet mal. Geh mal bitte hier hoch. Ich will jetzt bitte zu dem Gabelstapler, weil da brauchen wir die Batterie. Und wir brauchen doch diese Batterieflüssigkeit. Wartet mal. War das hier lang? Nee. Nee, das war, glaube ich, hier hinten lang. Genau da vorne. Und hier haben wir ja... Diese Chemikalie. Untersuchen. So. Eine Hochleistungsbatterie, die für die Hochleistungsgeräte mit Strom versorgt. Scheint seit längerem unbenutzt. Die ganze Flüssigkeit ist verdunstet. Ja, genau. Das heißt, die brauchen wir für den Gabelstapler. Und das heißt, wir können jetzt da wieder zurück. Brauchen den Greifhaken zum Glück doch nicht mehr. Was ich sehr gut finden würde. Das heißt, was ich sehr gut finde. Wartet mal, haben wir in der Nähe keinen Speicherraum oder so? Das wäre... Ich würde das eigentlich schon gerne mal abspeichern. Weil wir sonst wieder ziemlich viel nachspielen müssten, wenn wir jetzt sterben würden. Ah, der Ekelgang, ja. Der ekelige Gang hier. So. Okay, aber hier kommt jetzt erstmal keine Gefahr, denke ich. So, und dann versuchen wir doch jetzt gleich nochmal dieses Industriewasser damit zu kombinieren. Oder was auch immer. Ich weiß nicht, was es mit dem Industriewasser auf sich hat. Wirklich nicht. So, jetzt sind wir wieder hier bei unserem Depot. So, dann müssen wir irgendwas mal ablegen. Irgendwas müssen wir ablegen. Leg ja bitte die Body ab. So, dann dieses Wasser, dieses Industriewasser da oben. Können wir das vielleicht direkt verwenden? Nö. Kombinieren? Nö. Damit auch nicht, ne? Blaue Chemikalie. Untersuchen. Eine blaue Chemikalie allein scheint sie nutzlos zu sein. Warte mal, haben wir vielleicht irgendwo noch eine rote? Wir brauchen ja diese Schwefelsäure, ne? Wir müssen irgendwas übersehen haben. Irgendwo müssen wir irgendwas übersehen haben. Okay. Lass mich mal bitte alleine gehen.
Irgendwo muss ich was übersehen haben. Wahrscheinlich in diesem einen Raum mit diesen ganzen Kapseln oder so, ne? Das ist jetzt natürlich blöd, dass wir da die andere Chemikalie übersehen haben, scheinbar. Da müssen wir jetzt erstmal nochmal suchen. Ist wieder der ekelige Raum. Wobei, die sind alle weg mittlerweile. So oft, wie wir hier schon durchgestapft sind. Ach Gott. So. Ganz schön warm wieder heute. Oh Gott! Es ist wieder dieser komische Frosch. Ich mach den jetzt gleich kaputt. Ich mach den jetzt kaputt. Kommt. Der nervt mich schon hier. Wo bist du, Frosch? Weil da liegen die Skelette, ne? Der kommt nicht mehr raus. Was soll das? Der eklige Frosch. Ja, der kommt da wahrscheinlich ja draußen nochmal raus. Der will mich einfach nur stressen, ne? Wir müssen irgendeine Chemikalie noch suchen. Verdammt. Ja, das ist ja die blaue. Die haben wir ja. Warum hat sie leicht geruckelt? Naja. Erstmal egal. Vielleicht müssen wir diese Chemikalien dann zusammenmischen und dann mit dem Industriewasser oder so. Ich sehe hier auch keinen Behälter dafür. Das sind ja immer diese Gasflaschen, ne? In einer bestimmten Farbe. Vielleicht hier. Das kann gut sein. Vielleicht war hier irgendwo. Nee, hier brauchen wir ja diese Karte. Wo war denn das jetzt? Wartet mal. Das kann doch nicht sein. So, dann hier runter nochmal. Dann nochmal auf die andere Seite nochmal gucken. Da kommt jetzt bestimmt der Frosch wieder raus. Nee, okay, diesmal nicht. Alles klar, diesmal nicht. So, und dann hier irgendwo. Vielleicht in diesem Raum. Ich hoffe halt, dass ihr meinen Ventilator jetzt gerade nicht hört, weil der läuft ja hier im Hintergrund ununterbrochen. Aber ich denke, das kann ich rausfiltern. Das Geräusch. So. So, hier, guckt mal hier. Hier sind doch so Gasflaschen, aber... Nee. Da ist die Leiter. Leiter hochklettern. Ich hoffe, dass wir das Ding jetzt bald finden, ey. Komm schon. Na, vielleicht hier, genau. Hier vielleicht, in diesem Bereich mit der unheilvollen Musik hier. Aber hier auch nicht. Was soll das? Ach, verdammt. Ich hab's wahrscheinlich wieder komplett übersehen. Ne? Ja, es tut mir leid, Freunde. Manchmal übersehe ich halt solche Sachen. Und weiß dann nicht mehr, wo ich suchen soll, ne? Toll. Ja, es ist jetzt... Müssen wir vielleicht doch mal mit dem Aufzug da hochfahren? Ich hoffe halt wirklich, dass wir das jetzt bald mal finden hier. Was soll das? Was soll das? Ja, nur diese eine Chemikalie fehlt noch. Dann können wir uns eine Batterie machen. So MacGyver-mäßig. So, vielleicht war es ja hier. Da sind doch wieder so Flaschen, aber... Die Gondel hält wieder Strom. Ja, ist okay. Wo ist diese Kack-Chemikalie? Sagt mal. Da oben strömt was rein, aber... Können wir jetzt wieder hier mit der Gondel fahren? Gondelterminal. Nö, okay. Warum sollten wir das tun? Sonst muss ich gleich nochmal offline ein bisschen suchen. Aber das jetzt nicht bald finden. Wo ist diese blöde Chemikalie? Wartet mal, das steht doch in so einem Dokument drin. Akten. Info zur Batteriesäure. So. Flüssigkeit ist eine verdünnt aus Wasser und Schwefelsäure. Ja, ja. Und Schwefelsäure. Wir brauchen Schwefelsäure. Das heißt, wir brauchen noch eine Chemikalie. Okay.
Frage ist jetzt, wo finde ich diese andere Chemikalie? Kann es sein, dass das in einem ganz alten Gebiet war, ne? Hm, wartet mal. Ist jetzt natürlich die Frage. Was ist das denn? Das ist auch nochmal so ein Weg. Wo war denn das mit den nackten Zombies? Da oben war das. Ich gehe nochmal kurz hier unten durch. Wie gesagt, wenn ich es jetzt innerhalb von 5 Minuten nicht finde, dann werde ich offline noch... Ach, nochmal suchen und du gehst jetzt kaputt. Du gehst jetzt bitte kaputt. Blöder Frosch. Boah. Ein Treffer und wir sind im gelben Bereich. Das gibt's nicht, ne? So. Dafür haben wir jetzt über den einen Platz frei. Und der Frosch ist weg. Sehr schön. So, okay. Da kann er uns nicht mehr erschrecken. Ekelhaftes Teil. So. So, dann jetzt bitte noch einmal hier durch. Ja, diese Abfüllanlage ist schon verwirrend, muss man sagen. Ich glaube ja, dass wir hier richtig sind, oder? Ja, wir können wieder zu Billy zurück. Aber was sollen wir da? Wartet mal. Wir müssen da rechts zu dem Speicherraum. Wie kommen wir da denn jetzt nochmal hin? Ach Gott, Freunde. Jetzt nicht wieder nochmal zurück, oder? Nee, da kommen wir nur dahin. So. Nur dahin und da kommt dann der Aufzug. Dahin und dann... Nee. Oder... Wie sind wir da hingekommen? Da war das da war der Rätselraum. Geh einfach nochmal hier durch. Dieses Gebiet ist einfach zu verwirrend. Sorry, Leute. Aber sagen wir es mal so, wir stehen eh kurz vor Finale. Jetzt bin ich hier wieder reingegangen. Und da lernen wir das Gebiet noch ein bisschen besser kennen. So. So, genau, hier war das ja mit der einen. Beziehungsweise hier oben war das mit der einen Chemikalie. Ach Gott, ansonsten, wie gesagt, beende ich gleich mal kurz die Aufnahme, beziehungsweise mache eine Pause rein. Und werde dann mal suchen. Ne, weil das muss so ein Behälter hier sein. Die blaue Chemikalie haben sie bereits, genau. Wir brauchen wahrscheinlich noch eine rote oder so. Habe ich total übersehen gehabt. Oder kann man das hier vielleicht? Ne, da unten ist wieder die Tür, ne, mit... Ah, ne. Ah, ne, wir müssen einfach hier raus. Genau, wir müssen einfach hier raus. Ich würde gerne wieder in das alte Gebiet, wo wir letzte Folge angefangen haben. Wo war denn das jetzt? Bisschen komisch, aber gut. Gut, liebe Leute, ich würde einfach mal vorschlagen, ich mache jetzt mal hier einen kleinen Cut rein. Ich suche mal offline weiter und würde mich dann einfach wieder melden, wenn ich die Chemikalie gefunden habe. Also bis gleich. So, Leute, ja, da bin ich wieder. ja, ich habe tatsächlich noch einen unentdeckten Raum gefunden. Weil da oben sind Zombies gewesen. Ich zeige euch jetzt gerade, wo wir sind. Wir sind nämlich hier in diesem Raum, wo wir ja, die Dakten erledigt haben. Und hier ist doch noch eine Leiter, wo wir noch gar nicht hochgegangen sind. Ja, das ist natürlich ganz toll. Und da dieser Raum jetzt neu ist, würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir uns jetzt hier mal mit Billy ein bisschen durchschießen. Wir haben allerdings nur noch die Schrotflinte. Das heißt, wir müssen diese Zombies, die hier sind... Ach, und guck mal, da sind zwei Heilkräuter. Sehr schön. Wir müssen die Zombies, die hier jetzt sind, mit der Shotgun erschießen. Und... geht doch kaputt! Warum was zur Hölle? Das braucht ja viele Schuss, ey. Mann! Gut. Da liegen zwei Kräuter.
Der ist tot. Ach, und guckt mal. Ja, toll. Rote Chemikalie. Okay, ja, das... das ist wieder so typisch, ne? Einfach eine Leiter nicht gesehen. So, Untersuchungsbericht 2. Wir hätten schon längst mit diesem Loch fertig sein sollen. Als alles begann, hätte niemand erwartet, dass es zu einer solchen Schlacht kommt. Niemand hat uns gesagt, dass diese Wesen uns angreifen würden. Die Bosse haben sicher auch nicht damit gerechnet. Die Dinger im Wald haben einfach Leute angegriffen. Das hat jemand geplant. Das Virus wurde zweifellos absichtlich freigesetzt. Aber die Wächter, unsere Kameraden, müssen noch da sein. Wie auch immer. Darum muss ich mich nicht mehr sorgen. Ich muss überlegen, ob ich mich selbst oder einen Freund mit meiner letzten Kugel töte. Nur diese Entscheidung steht mir bevor. Scheiß Entscheidung. Ein Ventil zum Steuern des Wasserflusses durch das Rohr. Darum brauchen sie es nicht zu kümmern. Scheiß Entscheidung, ne? Wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich wahrscheinlich erst meinen Freund... Ja, mich selbst? Ich würde mich tatsächlich selber erlösen, denke ich. Gut, aber da muss ich jetzt nochmal gucken, wie ich nochmal genau hier hingekommen bin. Oh Mann. So, wir sind da rein, da raus. Es war nicht so weit eigentlich. Dann kommen wir da rein, dann da hoch, genau, und dann hier... Ja, wohl. Wie bin ich hier hingekommen? Verdammt nochmal. Wo war das denn nochmal? So, ich bin tatsächlich mitten hin und her gelaufen hier durch diese ganze Aufbereitungsanlage und es war auf jeden Fall hier raus, das weiß ich noch. Frage ist jetzt... Ach, genau! Das war durch diesen Billardraum hier vorne mit dem Billardtisch. Da waren auch noch nackte Zombies drin, die muss ich auch noch kaputt machen. Deswegen hatte ich keine Pistolenboni mehr gehabt. Ja, genau hier. Hier waren nackte Zombies drin. Und da bin ich doch hier hier runter. Genau, hier hochgekommen bin ich eben. Und jetzt müsste es doch nicht mehr so weit sein. Ach, da... Okay, alles klar. Komm bitte, Rebecca. Komm bitte mit. Geh bitte aus dem Weg. Hallo. Geh bitte aus dem Weg. Ja, Rebecca hat keinen Bock mehr. Ja, ich sehe das ein, aber Rebecca, komm, du musst jetzt einmal aus dem Weg gehen. Hallo. Könntest du mal bitte... Könntest du mal bitte... Danke. Mensch, Rebecca. Du stehst immer im Weg. Nein, Quatsch. Sie hat uns mit ihren Skills schon auf den Arsch gerettet. Genau, einfach hier durch. Hier durch und dann sind wir doch schon da, Mensch. Ach ja. Und dann können wir die rote Chemikalie tatsächlich zusammenmischen mit der blauen, hoffe ich. Und dann diese Schwefelsäure. Mischen und die da mit der Batterie kombinieren und dann mit dem Gabelstapler losfahren. Beziehungsweise uns bei dem Gabelstapler dann die Karte holen. Das wäre ganz, ganz toll, ne, wenn man eine Leiter übersieht. Genau, der Gabelstapler die Karte holen, wo wir da unten bei der Holztür weiterkommen. Mein Gott, was ein Hickhack. Aber so ist das halt. Genau, und hier oben waren ja noch Kräuter, deswegen... Rebecca, nimm bitte diese Chemikalie auf. So. Chemikalien zugeben. So. Wurden zur Schwefelsäure verbischt. Wunderbar, wir haben unsere Schwefelsäure. Kombinieren können wir mit dem Wasser. Unsere Batteriesäure untersuchen. Diese verdünnte Lösung aus Schwefelsäure eignet sich als Batteriesäure. Und die können wir dann kombinieren damit. Ha! Und schon haben wir eine Hochleistungsbatterie, die funktioniert. MacGyver-mäßig hier, echt. Aber okay, muss halt sein. So, da haben wir die beiden Kräuter. Ich werde die aber versuchen, trotzdem noch nicht zu mischen. Komm jetzt gerade mit dem. Und dann können wir die Leiter wieder runterklettern und uns um den Gabelstapler kümmern. Sehr schön. Naja, wobei, ich sehe gerade die Folge schon wieder voll, ne? Wobei, ich bin ein bisschen rumgelaufen. Ich würde vorschlagen, wir machen 5 Minuten länger die Folge. Ja, ich meine, warum denn nicht? Ich habe euch ja ein bisschen warten lassen, ne? So,
Dann. Ich werde aber einmal kurz was trinken. Einen Moment, es ist doch sehr warm hier. Also, ja, einfach Leitungswasser mit Sodastream. Ja, es ja, ist einfach das Beste. Okay, das heißt, wir haben hier die Batterie. Können die hier einsetzen? Genau. Setz sie bitte ein. Damit wir den Gabelstapler aktivieren. Sehr gut. Der Gabelstapler sieht einsatzbereit aus. Aufzugsschalter drücken. Lass das mal. Billy setzt sich rein. Ich denke, Billy muss das machen. Und Rebecca muss dann auf die Kiste oder so. Das probiere ich jetzt mal. So, Billy. Jetzt kannst du den Aufzugsschalter drücken. Da liegt noch unser Magnum rum. Ja, drück bitte den Schalter. So. Kann Rebecca tatsächlich jetzt die K-Card mitnehmen. Sehr gut. Okay, dann muss Rebecca wieder runter und dann können wir mit Billy zusammen. Okay. Genau. Uns das Gebiet weiter angucken. Hast du eine Heilung, Rebecca? Du hast keine Heilung dabei. Kombinier die beiden miteinander. Ich laufe ungern ohne Heilung rum. So. Billy? Nein, nein, das wollte ich jetzt nicht. So. Billy, ich steuere dich und du legst bitte dieses Kraut hier ab. So. Pistole, wo die hat keine Munition, die Pistole. Sieht generell gerade ein bisschen kacke aus, muss ich sagen, mit der Bunny, ne? Und wir haben jetzt nur die 6 Schuss und 8 Schuss bei Rebecca. Können wir nicht wir könnten theoretisch noch eine Heilung mitnehmen, ne? Aber, nee, das passt, kommt. Ich will jetzt wissen, was in der Tür ist. Wenn ich da jetzt noch mal hinkomme, aber ich glaube, na, es war nicht so schwer. Und wir laufen genau falsch, ne? Oder? Es war nicht so schwer und wir laufen genau falsch. Oder? Nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Das war doch hier. Genau da oben. So, dann laufe ich da jetzt noch kurz hin. Und gucken wir mal, was da gebacken ist, liebe Leute. So, hier war dieser ekelige Gang. Der aber auch schon nicht mehr ekelig ist. So. Das ist dieses Labor hier, ne? Ah! Alter! Dummer Frosch! Jetzt hör doch mal auf! Da beschädigt er uns beide. Und der versteckt sich einfach. Oh, ist das eine miese Sau. Dieser Frosch ist der mies, ey. Aber gut, da haben wir jetzt Munition verschwendet, aber zum Glück nicht so viel. Kommt da nochmal der Frosch rausgesprungen, ey. Ich glaub's ja nicht. So, genau, da müssen wir hier runter und dann sind wir gleich an der Tür. Wo wir eigentlich die Keycard einsetzen müssen, wenn es logisch ist. So. Genau, hier durch. Ich hatte gedacht, das wäre nur ein Frosch gewesen, aber okay. Den anderen Frosch, den haben wir ja platt gemacht da draußen. So. Ja, doch. Okay. Es ist der richtige Raum. Kamera. So. Dankeschön. So. Wunderbar, Freunde. Wobei, die Keycard hast du aber. Genau, verwenden. Und dann können wir hier rein. Das Schloss wurde geöffnet. Diese Karte brauchen sie nicht mehr. Weg werden, weg damit. Und liebe Freunde, da wir am Folgenende sind, was sich hinter dieser Tür befindet, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.